Jo Leute und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ja, und heute zeige ich euch einfach, wie ihr ganz einfach GTA San Andreas gratis herunterlädt plus einfach unendlich Geld bekommt. Ja, das ist ganz leicht. Ihr müsst einfach AC-Marken von Google herunterladen. Vielleicht wisst ihr, ich verwende das App sehr viel. Da könnt ihr viel Spiele und so gratis herunterladen plus Mod herunterladen und so. Und Links in der Beschreibung geben. Und wenn ihr es herunterladen habt, dann müsst ihr einfach da reingehen. Dann müsst ihr das, wenn ihr GTA San Andreas schreibt zum Beispiel. Da steht kein Ergebnis, deshalb müsst ihr einfach Grand Theft Auto schreiben. Ja. Dann, wie ihr seht, es gibt GTA 3, GTA San Andreas, GTA Vice City und dann müsst ihr einfach da gehen beim GTA San Andreas und die Version anpassen und ja, und das müsst ihr jetzt einfach installieren. Ja, ich hab schon installiert, deshalb muss ich nicht nochmal. Und ja, dann müsst ihr einfach wieder in Google gehen. Dann müsst ihr einfach GTA San Andreas herunterladen. Links sind auch in der Beschreibung geben, da könnt ihr verkehren. Und so, ja. Wenn ihr GTA San Andreas und das GTA herunterladen habt, müsst ihr einfach in GTA San Andreas eingehen. Ups. Da. Ups. Ich muss einfach in GTA San Andreas einigen. Ja, dann müsst ihr einfach das spielen und so. Und ja, wie ihr das seht, jetzt habe ich 1925. Ja, ganz oben da. Jetzt müsst ihr ein bisschen spielen und so. Nun ja. Ja, dann müsst ihr einfach beim CJ gehen da. Ja. Muss einfach da gehen. Da. CJ. Okay, da kurz. Ups. Ich bin schlecht. Ich will mit Polizei kein Problem jetzt haben. Ja, ich überspringe das. Ja, ich bin beim CJ angekommen und so. Jetzt müsst ihr die erste Mission und so machen da. Das zeige ich euch einfach. Ihr müsst einfach die erste Mission und so beenden, damit ihr euer Spiel und so speichern könnt. Beim roten markierten Kreis da.
blood on my steak. Things is fucked up. Last place we need to show up. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chew the hell out. Want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Chill. And get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Ja, jetzt ist diese Mission beendet. Und was ihr jetzt tun müsst, ist einfach. Warte mal. Was ihr tun müsst, ist einfach mit dem CJ da einigen. Und dann Spiel speichern einfach. Da müsst ihr einfach gehen. Dann könnt ihr irgendwo euer Spiel speichern, okay? Und jetzt müsst ihr wieder raus. Ja, und dann müsst ihr in den Cheat da gehen. Oh ja, das ist der Cheater und so. Und Skip. Und wie ihr seht, wo, wenn ihr in GTA San Andreas etwas speichert, da seht ihr schon, bei mir ist da. Da geht ihr einfach rein. Und jetzt müsst ihr einfach wählen, was ihr wollt. So. Und was für Waffen ihr wollt und Autos und einfach speichern drücken da unten links. Ja, wenn es gespeichert ist, dann müsst ihr wieder in GTA San Andreas reingehen und dann müsst ihr einfach. Da steht ein Start Game, also neues Spiel. Da müsst ihr drücken, dann rechts, Spiel laden. Und jetzt müsst ihr gehen, wo ihr gespeichert habt. Ich habe da gespeichert, dann gehe ich rein. Und yes. Und ja, wie ihr schon da oben seht, upgraded, you can, und ja. Und ja, jetzt seid ihr muskulös, habt genug Geld. Und Waffen habt ihr auch. Ja. Das ist ein Feuer da. Und ja, das war's dann auch mit dem Video. So leicht könnt ihr einfach das gratis herunterladen, plus den Cheat verwenden. Ja,